YouTube wert? Was ist YouTube wert? Das ist hier die Frage. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, diese Frage ist leider nicht selbsterklärend, deswegen möchte ich das Ganze mal von zwei Seiten aufziehen. Einerseits, warum macht man YouTube im Allgemeinen? Also, was motiviert einen, YouTube zu machen? Was ist YouTube mir wert? Was sind mir meine Fans wert? Andererseits möchte ich aber auch auf den finanziellen Aspekt hingehen. Und da ist jetzt vor kurzem was passiert. Und zwar haben sich die Battlefield Friends-Macher, Happy Hour, haben sich hingesetzt, haben ein Video gemacht, in dem sie einfach erklärt haben, dass sich ihre Sendung zu produzieren auf YouTube nicht mehr lohnt. Was ist passiert? Die Leute haben praktisch Battlefield Friends produziert, das heißt geskriptet, animiert und produziert, vertont das ganze Paket und haben das Ganze dann auf YouTube hochgeladen und das Ganze wurde durch die Werbung finanziert. Sie selbst wurden von Machinima dafür bezahlt, das Ganze zu machen. Irgendwie hat das Ganze sich dann aber verlaufen, sodass sie jetzt gezwungen sind, das Ganze auf Fessel oder Wessel oder wie man das auch immer ausspricht, zu stellen. Das ist so ein, ähnlich wie das das Payment-Subscription-Modell. Das heißt, man bezahlt da, ich glaube, $2,99 monatlich und bekommt eben die Battlefield Friends-Staffeln eher. Ich weiß jetzt nicht, wie viel eher. Und auf YouTube werden die dann eben entsprechend später hochgeladen, kostenlos eben mit dieser Werbeeinblendung. Und das haben sie halt einfach aus dem Grund gemacht, da es sich über YouTube nicht refinanzieren ließ. Ja, das heißt, die haben das Ganze produziert, hochgeladen und das Geld, was sie damit eingenommen haben, hat die Kosten, die sie mit der Produktion hatten, nicht gedeckt. So, und das muss man sich natürlich mal überlegen. Da hat es bei mir in dem Moment Klick gemacht, indem ich verstanden habe, warum denn jetzt so viele einfach auf Quantität statt Qualität setzen. Das hat natürlich auch viel mit dem internen Promotion-System zu tun, dass quantitative Videos besser oder höher bewertet werden. Wenn man ein anderes Video anschaut vom gleichen YouTuber, wird man höher gerankt und so weiter und so fort. Aber dass die Qualität so auf der Strecke bleibt, das hat tatsächlich nicht nur den egoistischen Grund, dass die YouTuber mehr Geld verdienen wollen, sondern einfach den Grund, dass es so am gescheitesten funktioniert. Ein Beispiel. Ich kann mich 8 Stunden einen Tag hinsetzen und ein Video produzieren. Das Ganze lade ich hoch, hat vielleicht 100.000 Aufrufe und ich habe mein entsprechendes Entgelt. Ich kann mich aber auch einen Tag, also 8 Stunden hinsetzen und ein Video für 2 Stunden produzieren. Dann habe ich 4 Videos produziert und habe für jedes Video, sagen wir mal, 70.000 Aufrufe. Habe ich entsprechend mehr Geld davon, weil ich auf Quantität statt Qualität gesetzt habe. Und aus welchem Grund heraus sollte man denn jetzt auf Qualität statt Quantität setzen? Der einzige Grund, der das Ganze auf YouTube legitimieren könnte, wäre eine extrem hohe Reichweite. Ich rede hier von mehreren Millionen Abonnenten. Oder Aufrufen, besser gesagt, auf den Videos. Also ein gutes Beispiel ist Devin Graham, oder beziehungsweise Devin Supertramp heißt er auf YouTube, der mittlerweile genug Geld einnimmt über Sponsoring und über eben diese YouTube-Werbung, hat er mal ein eigenes Video dazu gemacht, worüber er überhaupt Geld verdient, hat mittlerweile ein komplettes Team, was für diesen Kanal Videos produziert, was sich anscheinend auch refinanziert und entsprechend kranke Technik, die das Ganze entsprechend qualitativ hochwertig verpackt. Aber da funktioniert das. Und wenn ich mir dann so unsere mittelständischen deutschen YouTuber anschaue, mit ihren paar Millionen, gerade mal so an den 2 Millionen, gerade glaube ich die größten YouTuber hier in Deutschland, dann ist natürlich klar, dass die vermehrt auf Quantität setzen müssen als auf Qualität. Und ich bringe jetzt mal ein unpassendes Beispiel, auch ein ungern genutztes Beispiel, und zwar Fernsehen. Wir regen uns ja immer drüber auf, wie viel Werbung noch im Fernsehen gezeigt wird. Und ja, wir hinterfragen eigentlich gar nicht, wie viel Arbeit in diesen einzelnen Shows drin steckt. Wenn wir uns mal gutes Beispiel Galileo auf ProSieben anschauen. Da ist ein Studio. Dieses Studio muss designt werden, es muss gebaut werden, es muss ausgestattet werden, es muss verkabelt werden. Das kostet schweineviel Geld. Dann, was noch wesentlich wichtiger ist, wird eine CI entwickelt für diese Sendung. Die CI, wer das nicht wissen sollte, steht für Corporate Identity. Das bedeutet, man entwickelt ein komplettes Designkonzept, eine Grundlage, auf derer man komplette Designs erstellt. Das heißt zum Beispiel, ja, ich möchte dieses Design erstellen, das besteht aus vielen grazilen, dünnen Linien, dünnen Schriften, viel groß und klein, viel hell-dunkel und hat entsprechend die Farben des Logos mit integriert und so weiter. Dann gibt es auch bestimmte Animationen, die nur genutzt werden dürfen, Abstände, die zum Logo eingehalten werden und so weiter, verschiedene Schriftarten, die entwickelt werden. Das kostet mehrere Tausend, wenn nicht gar 10 oder 100.000 Euro, sowas entwickeln zu lassen oder zu entwickeln. Und dann hat man natürlich auch noch die ganzen laufenden Kosten. Man muss das ganze Ding ausleuchten. Das kostet Strom. Dann braucht man die gesamte Technik, das Ganze aufzunehmen. Und dann die eigentlich komplett laufenden, wirklich laufenden Kosten. Die ganzen Beiträge, die da produziert werden. Da muss man teilweise in fremde Länder fliegen. Da muss man dann das ganze Zeug aufnehmen. Da sitzt man Tage, Wochen, wenn nicht gar Monate dran, so einen Beitrag zu machen.
Und um das Ganze eben wieder zu refinanzieren, muss halt entsprechend viel Werbung gezeigt werden. Und das realisiert man eigentlich gar nicht. Man sieht, ja, cool, tolles Studio, sieht alles schick aus. Und dann regt man sich über einen 5 Minuten oder 6, 7 Minuten Werbeblock auf. Ich weiß nicht genau, wie viel Werbung tatsächlich gezeigt werden müsste. Ich denke, die Sender reizen das Ganze auch aus, um möglichst viel Eigengewinn zu machen. Ich meine, man kann es ihnen nicht verübeln. Aber wenn wir jetzt mal zurück zu YouTube kommen. Wir haben hier teilweise 15 Minuten, 20, 30, 40 Minuten Videos, wo nur einmal Werbung geschalten wird. Und darüber regen wir uns auf. Und warum regen wir uns darüber auf? Das ist die Frage. Weil was ist mir denn YouTube wert? Ist es mir wert, Videos zu schauen und dafür Werbung zu schauen, weil die Kosten des Videos gedeckt werden müssen? Oder ist es mir nicht wert, Werbung zu schauen und dafür ein Video zu schauen, weil die Kosten eben nicht gedeckt werden? Also bin ich egoistisch und sage ich schaue keine Werbung, möchte aber dennoch mein Produkt umsonst haben? Ich habe mal einen Commentary gemacht, nehmen und nichts geben, so rum, wo es um ein ähnliches Thema ging. Ich möchte einfach nur haben, ich möchte umsonst Sachen haben. Und diese kleine Gegenleistung, Werbung zu gucken, um eben das Ganze zu finanzieren, um das für mich kostenlos zu machen, das blenden wir komplett aus. Da haben wir keinen Bock drauf. Wir wollen es einfach kostenlos haben. Und vielleicht liegt es einfach daran, dass wir mit der Qualität, die uns geboten wird, nicht einverstanden sind. Vielleicht liegt es daran, dass wir einfach keinen Bock haben, Werbung für etwas zu schauen, wo wir genau wissen, dass das im Prinzip hingekackt wurde. Wenn ich mir verschiedene Let's Player anschaue, die nehmen das Video auf, die kriegen das Spiel kostenlos. Dann hätten sie es eh gespielt. Aber sie nehmen es halt auf mit einer Capture Card, die sie wahrscheinlich gesponsert bekommen haben, labern dazu, laden das Ganze dann hoch. Und diese, in Anführungsstrichen, Qualität, einfach jemandem beim Zocken zuzuschauen, was ich früher zu Hause vor der PlayStation selbst gemacht habe, wo ich neben einem Kumpel saß, der gerade Need for Speed gezockt hat zum Beispiel. Dieser Fakt ist es mir einfach nicht wert, davor Werbung zu schauen. Und das sage ich ganz offen. Ich habe mich aber auch selbst dabei erwischt, einfach so egoistisch zu sein, keine Werbung schauen zu wollen. Gutes Beispiel, Online-Fernsehen. Schönerfernsehen.com, wer es nicht kennen sollte, oder .de, ich bin mir gerade gar nicht sicher. Kann man online kostenlos Fernsehen schauen. Die Qualität ist mäßig. Man hat In-Stream-Anzeigen an der rechten Seite, wird ein Banner eingeblendet für genau eine Minute. Und ich bin mir echt, es stört mich, diese Werbung zu gucken. Obwohl das, was ich im Endeffekt rausbekomme, nämlich kostenlos online Fernsehen zu können, Das ist doch qualitativ was Großes. Also warum stört es mich, warum stört es uns, warum stört es so viele Leute, für was qualitativ auch hochwertiges Werbung zu schauen? Das ist die Frage. Und diese Frage möchte ich einfach mal an meine Abonnenten weitergeben. Warum stört es euch? Warum stört es euch, Werbung zu schauen? Ich habe ja in meinem Anti-Adblock-Video schon einiges gebracht. Aber es geht mir jetzt gar nicht drum, um die Fakten, die ich damals aufgezählt habe, dass es einfach zu unpassenden Zeiten kommt. Das ist Werbung, das dich eigentlich interessiert. Es geht einzig und allein um den Faktor, dass man immer, wenn Werbung kommt, sei es Fernsehen, sei es YouTube, sei es andere Websites, sagt, oh, nee. Darum geht's. Und das könnt ihr mal in den Kommentaren beantworten. Ich freue mich da mal auf Diskussionen. Ja, ich persönlich bin zu keinem Schluss gekommen. Es ist wirklich schwierig, diese Frage zu beantworten. Und final die Frage nochmal zu stellen, was ist YouTube wert? YouTube ist genau so viel wert, wie man selbst bereit ist, zurück zu investieren. Ist es die Zeit, ist es, die man verbringt? Wenn man Werbung schaut oder YouTube-Videos schaut, die mit Product Placement unterstützt sind, ist es das Geld, das man in seinen eigenen Kanal investiert. Ich selbst habe da schon viel investiert für ein teures Mikrofon und so weiter. Das ist YouTube wert. Und das ist für jeden unterschiedlich und das muss jeder für sich selbst wissen. Und das könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben. So, das war's. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.